Wunderschönen guten Abend, hier ist wieder euer Tobi Baun. Heute mal nicht allein, sondern habe ich noch Verstärkung dabei. Hallo. Tammy Baun ist nämlich auch da, die in Zukunft auch hier mitmoderieren wird bei weiteren Videoprojekten. Jesus, mache ich heute alles kaputt schon. Tammy Baun würde jetzt sagen, du spinnst, weil ich wieder... Spinnst. Ja, war ja klar. Nur weil ich mal aus Versehen was weggebombt habe. Bin ich jetzt draußen? Ach ja. So, auf geht's. Autsch, das war der Kopf. Dem Moment, wo du nicht mehr weißt, wo hier hoch und runter ist. Ach, hier wollten wir ja noch den kleinen Mini-Pool bauen. Stimmt. Also, hier kommt jetzt ein kleiner Mini-Pool hin. Erstmal pinke Wolle. Ja. Ach. Warum baue ich jetzt ein pinkes Schwimmbad? Keine Ahnung. Gut, Treppe passt. Okay, was brauchen wir für ein Schwimmbad? Miss Ayumi? Gute Frage. Ich würde sagen, Wasser. Ich würde sagen, Diamant irgendwie auch. Ja, erstmal muss ich das Wasser da hinkriegen. Weißt du, wie schwer das wird? Außerdem wird es jetzt Nacht. Das macht dann natürlich noch viel mehr Spaß, ein Schwimmbad zu bauen. Irgendwie fühle ich mich, als ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, hier. Toll. Ich glaube, ich baue mir eine Treppe hin. Also jetzt müsste das Schwimmbad hier irgendwie doch hingehen. Ach hier. Verdammt. Okay. Jetzt weiß ich, warum es nicht geht. Weil ich doch hier die Kante vergessen habe zuzubauen. Muss zwischen 5 Uhr und 5:30 abgeholt werden. So, das Schwimmbad ist hiermit fertig gebaut. Ein Wanderweg hoch ist auch gebaut. Oh, ist schon Nacht halber. Da müssen wir jetzt mal ins orangene Bett auf dem Dach. Ja, und ein neuer Tag beginnt. Und ich würde sagen, springen wir erstmal ins eiskalte Pool rein. So. Wie würden Sie jetzt weiter verrieren, Miss Ayumi? Mrs. Bone? Gute Frage. Okay, gehen wir mal. Oh, wir kommen hier nicht weiter. War wohl nix. Okay, wo ist denn hier noch ein Eingang in der komische Höhle? Da drüben ist eine komische Höhle. Gut, dann müssen wir halt mal kurz alleine. Also müssen wir ganz kurz weg. Dann gehen wir halt alleine ohne sie in der Höhle. Mit nichts. Wir haben keine Ahnung, was hier abgeht. Also brauchen wir erstmal ein bisschen Dach. Bisschen Licht muss hier auch mal rein. So. Hier unten geht's weiter.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Und buddeln uns natürlich durch. Wir wissen nicht, was hier auf uns noch wartet. Deswegen schnell mal Luft. Hä? Okay, hier geht's weiter. Aha. Ich glaube, wir sind jetzt im Kreis. Ich glaube, wir sind im Kreis hier. Moment, hier gibt es noch einen Ausgang. Ach, wo kommen wir rein an? Hier ist Wasser. Hier ist ein Rafting. Okay, das kann uns natürlich jetzt nicht viel bringen, deswegen gehen wir mal wieder zurück. Hier ist ein Stone. Hier ist ein Schweinehund. Hier ist doch der Hund begraben. Na. Hier ist doch der Hund begraben. Ah, bloß, dass man hier verschwinde. Fangen wir an. Jetzt geht's los. Wasser weg. Werkzeug her. Schmeiß mal das Bett weg. Ja, letzte Folge haben wir, glaube ich, nichts gebombt. Deswegen wird heute gebombt. Wir haben hier das Blatt. Das muss man wieder auch weg. Und ich sag's mal in meinen Lieblingsschauspieler sprechen. Hasta la vista, Baby. Und jetzt macht's boom, boom, boom. Seht, Leute? Komisch, meine Flasche riecht nach Bier. Nach Bier, ja. Es riecht nach Pizza. Egal. So, dann machen wir mal weiter. Ich will mal das ausprobieren. Ob das was bringt? Ich glaube nicht, aber versuche es mal wert. Fliegen wir halt mal in die Brennstoffe rein. Nicht die beste Idee. Also, wie ihr seht, es bringt rein. Okay, wir müssen es anders machen. Okay, wunderbar. Gehen wir mal cachen. Caching in. Und finden wir mal raus, was wir noch kriegen. Also wollen wir mal. Ja. Mit der Monetarisierung hat es bei mir jetzt erstmal im ersten Schritt nicht geklappt. Weiß so doll, warum. Ist mir auch egal. Es gibt ja immer einen zweiten, nächsten Versuch. Mir ist nicht böse gemeint, YouTube. Wenn man es mal nicht schafft im ersten, ist auch nicht schlimm. Man muss ja nicht immer alles auf gleich haben. So, dann auch die Lücken füllen. Hier seht ihr ja noch schöne Lücken. Gehen wir weiter runter. Hoffentlich wird es keine so extreme. Was machen wir da gerade für einen Blödsinn? Wir brauchen ja auch keinen. Früher hat man jetzt gesagt, okay, wir brauchen noch einen Zünder. Muss nicht sein. Ne, geht auch ohne. Was machen wir jetzt später? Wir schmeißen die Ware weg. So.
Enough. Well, enough is enough. And it's time for a change. Oh. Wenn das nicht mal das Spiel aufhängen lässt, bin ich stolz. Wow. Ach, das sind locker noch 18 Ebenen. Gehen wir nochmal runter. Wow, das hat aber ordentlich, ja, das ist gut. Kommen wir mal klar, ja, alles kurz und klein. Ja. Das wird eine lustige Explosion heute noch. Ja. Ja, gehen wir mal in die Richtung langsam. Ja, das ist ja auch noch ein Block. Ja. Okay. Also erstmal den Folder weg. Keine Auswirkungen auf irgendwas anderes. Gut. So, den da weg. Okay. Das wird eh nicht halten. Oh, jetzt geht's hier weiter. Ja. Natürlich werden auch viele Blöcke runterfallen, das ist klar. Deswegen ist mir das hier in dem Moment auch ein bisschen egal hier. Moment mal. War da noch ein Block oben? Ist mir egal. So. Oh, da haben wir aber ordentlich zu anzusetzen. Warum machen wir nicht einfach den höchsten Tower von TNT und lassen ihn dann sprengen? So. Jetzt reizt mir nämlich. Okay. Super gemacht, der Herr. Super Idee. Na, super Idee, ha? Ja, wie ihr seht, da bleibt nicht mehr viel übrig. Wow. Das hat aber weggeballert. Moment. Seht ihr es gerade auch? Bin ich blöd, oder? Ich habe einfach verdammtes Glück heute. Hier. Tatsache, Erfahrungspunkte. Tatsache, da liegen Erfahrungspunkte. Ich glaube, die Folge, ich weiß, wie ich meine Folge heute nenne. Die Q-Tap-Folge. Ich glaube es nicht, wie oft ich diese Scheiß-Taste sollte verwenden, immer noch. Für all die, die mich nicht mögen und die mir eins reinwürgen wollen, ihr könnt in dieser Folge über mich lachen. Macht mir nichts aus. Man hat auch nicht immer Glück mit den bläden Tastenproblemen. Ach, ist mir doch egal. So, immer wieder auf die Taste gucken müssen. Das war eine Idee mit dem... Ach, mir doch egal. Machen wir doch wieder... Hi... Machen wir doch 5D heute. Ne, 4D. Ich muss doch irgendwie, müssten wir mal sagen, ey... Die, die Minecraft entwickelt haben, Chapeau euch, ey. Das muss ja wirklich eine harte Arbeit gewesen sein. Und für all die, die Minecraft Let's Play machen, ihr sollt mir egal. Also manche. Nicht alle. Manche finde ich klasse, wie was die da alles gemacht haben in der Zeit. Draus aus den Let's Plays. Aber bei manchen denke ich mir nur so, ja. Wenn ihr meint. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, also respektieren tue ich natürlich auf jeden Fall den lieben Herr Kronk. Du mit deinen, wie viel Folgen du auch immer hast. Chapeau, mein Lieber. Ach, und wobei.
Vielleicht begrüße ich euch auch noch zu was, weil diese Folge wird jetzt zum ersten Mal in zwei Kanälen gemacht. Auf zwei Kanälen werden wir diese Folge nämlich posten. Zum einen natürlich auf dem Hauptkanal, auf unserem neuen Hauptkanal, den ich euch gleich vorstellen werde. Die Folge nach der Explosion kommt natürlich die wichtigste Erkenntnis des Tages. So, das ist perfekt. Da gibt es nämlich nochmal Erfahrungspunkte. Seht ihr die nämlich auch? Ja. Ja, das haben wir fein gemacht. Ja, das haben wir noch ganz fein gemacht. Oh, scheiße. Oh. Wir müssen den Kanal laufen lassen. Ach, egal. Da ist ein Bett. Sehe ich, ist es ein Bett? Ja, okay. Jetzt ist erstmal das Problem, wir müssen wieder hier rüber. Ach, guck mal einer an. Da haben wir sogar schon mal ein Bett hinterlassen. Na, das war jetzt einfach ruhig morgen. Prost. Neuer Tag, neues Glück. Das Leben bietet viel, ne? Ach, da war das Fahrzeug schon auf mich. Sollte man nicht erstmal. Ach, wie jeden Tag was Gutes machen, was Sinnvolles. Was habe ich verpasst? Okay, ja, ich weiß, was ich verpasst habe. Gut, es geht runter, dann können wir das nämlich jetzt aufmachen. Gut, es ist ein bisschen langsamer, das merkt ihr auch gerade. Dass wir gerade Probleme haben. Das macht jetzt nichts aus, denn wir müssen mal eh hier hin. Schön, da wollten wir euch ja was bauen hier. Na gut, dann wollen wir mal. Denn wir begrüßen euch jetzt offiziell, auch in diesem Video, zu unserem neuen Kanal. Welcome to ich bin nicht zufrieden. Wir machen das nochmal neu. Einen Moment bitte. Viele kennen ja noch den alten Kanal Wildness Rob. Der wurde jetzt offiziell eingestampft. Natürlich gibt es dann noch die alten Videos weiterhin auf Toby Bone. Nur Toby Bone wird jetzt in einer anderen Form weiterlaufen. Das wird jetzt ab sofort nur noch der Informationssender auch sein.
Denn gleich geht's los. Wir machen das natürlich in kleiner Schrift. Zack, 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 zack. Denn jetzt stellen wir euch den neuen Kanal vor. Ladies and gentlemen, welcome to okay, man kann es nicht richtig erkennen. Das ist natürlich jetzt doof. Okay. Okay, nochmal alles abreißen. Mist, das regt mich jetzt. Am meisten regt es mich natürlich jetzt auf, dass man es nicht erkennen kann. Tut mir leid, das war nicht geplant. Deswegen. Das ist jetzt auch nochmal neu gemacht. Halt, der kann liegen bleiben. Machen das natürlich größer, breiter, besser. Alter, haben wir es eins zu groß gemacht? Ja, haben wir. Upsi. Nicht geplant. Nein, ich brauche die zwar nicht. Wollen wir es nicht in eine andere Farbe machen am besten? Ja, stimmt. Halt. Ich habe es gerade heute mit dem Bau habe ich heute ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie verzähle ich gerade was. So, heute habe ich keinen guten Tag erwischt für die Arbeit. Ah, so machen wir es einfacher. Gut. So können wir es natürlich auch einfacher machen. Natürlich in der pinken weitermachen. Wir müssen noch einen ergänzen. Wir müssen noch ergänzt werden. Und wenn wir gerade schon dabei sind zu ergänzen, können wir hier auch schnell setzen. Jo, jo. Eigentlich wollen wir hier nicht ersetzen. Mein Fehler. Entschuldigung. Doch, müssen wir ja. Gesundheit, Mrs. Bone. Vielen Dank, Herr Bone. So, und hiermit begrüßen wir auch euch auch gleich herzlich willkommen bei. Wie heißt unser neuer Kanal? Nein, das ist nur der Infokanal. Hier steht's doch. Klar und deutlich. Guck mal her. Frau Yumi, bitte mal. Frau Bone. Mrs. Bone. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Notify. Was? Notify.
Bone TV, schon vergessen. Soll mal Spaß. Ja. Ja gut, sie soll sich mal ganz kurz, guck dich mal kurz hin. Hier. Jetzt kommt mal kurz Ayumi ins Spiel. Sie stellt sich auch mal persönlich vor. Noch. Noch erinnere ich so Ayumi. Bald wird sich das zur Vergangenheit angehören, ne? Genau, ich bin die Verlobte von Tobi Baron. Was ist denn von die Kruste? Und kenne ihn schon sehr lange und verfolge seine Videos. Ja, dazu zu sagen, ist einer meiner Superfans damals gewesen noch, als BNR. Genau, als der alte Account noch aktiv war. Ja, das ist, ja, und wir haben uns überlegt, weil sie macht nämlich auch spezielle Videos dann bei uns auf diesem Kanal. Was ist dein Kanalbereich bei Bone TV? Ja, auf jeden Fall verschiedene Sachen, natürlich auch Gaming, aber auch Lifehacks und Kochen, Kochvideos. Genau, Kochvideos auch und verschiedene Tipps und Tricks. Ja, dann haben wir natürlich noch zwei weitere. Auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. Auch Reviews über verschiedene Geräte und so weiter und Spiele. Ja. Und dann haben wir noch zwei weitere, die leider nicht dabei sind. Das wäre zum einen deine Mom und meine Mom. Die machen nämlich unser neues Hauptvideo. Mama hat gesagt. Das wird auch lustig, ne? Deine Mutter und meine Mutter das erste Mal YouTube. Weil wie Eltern sind, YouTube. Was ist das denn? Und jetzt schaffen wir es dazu, dass wir unsere Mutter schon vor die Kamera gehen. Oh. Das wird lustig. So, damit verabschieden wir uns mal auch gleichzeitig von der Kanalvorstellung. Wie gesagt, dieses Video wird auf zwei Kanäle gehen. Und natürlich machen wir auch noch einzelne Vorstellungen die nächsten Tage fertig. Das war's von uns. Wir hauen raus. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Bone TV. Bone TV. Ja, genau. Bone TV. Noch ein Outtake am Ende. Ciao.